So, weiter geht's mit dem zweiten und eigentlich auch letzten Spiel des Abends. Und was eigentlich schon längst hätte stattfinden sollen. Absolute Legends gegen Faculty. Alle Spieler sind jetzt drauf. AL hat hier scheint das Recht zu wählen. Bleiben hier also CT. Nicht von dem It's so good verwirren lassen, das ist der Schneider. Faked ein bisschen Forest. Mit seinem Nick. Aber die Restarts kommen. AL bleibt wie gesagt CT und Faculty darf wieder einmal als T anfangen. Haben da vorhin aber gar nicht so eine schlechte Leistung abgeliefert. Von daher bin ich mal gespannt, wie sie jetzt hier gegen AL stellen. Sind für mich auf jeden Fall auch hier der Favorit. Vielleicht hier noch ein bisschen deutlicher. Mal gucken, ob sie ihrer Rolle gerecht werden können. Jo, jetzt geht mein Stream wieder an. So, schauen wir uns die Pistole an. Faculty, ich glaube, das ist dieselbe Pistole, die sie vorhin schon gespielt hatten. Ah, schon ein paar Hits an Lidde gegeben. Was liegt da B an? So, Dings ist an. B sogar frei. Kompletter Free-Take irgendwie. Asmo gibt das anscheinend. Ja, ich meine, er sieht halt keinen. Weiß natürlich auch nicht, ob da jetzt was ist oder nicht. Simon zieht sich zurück. Asmo holt sich jetzt, glaube ich, seine Mates ran. So, spätestens jetzt bekannt. Dizzy will da noch ein bisschen auf Abfuck spielen oder hat noch ein bisschen. Ah, oh, schön durch die Smoke. Schön predicted da. Er hat ihn wahrscheinlich vorher auch schon gesehen. So, Bronnax hört jetzt auch die Steps. Und wo ist Asmo schon? Asmo in der Küche. Sehr schöne Pose eingenommen eigentlich. Kann der jetzt mit Glück 2 machen? Oh nein! Kann gar keinen machen! Oh Gott! Aiming versagt. Schneider gibt ihm da in die Fresse. Oh, Dizzy kommt da ganz spät. Sollte über kurz gehen. Macht er gut. Kirby. Ah, schade. Er konnte aber nicht mehr viel machen. Ist die Bombe zu kurz gelegt, ist die Frage. Ist ihn nicht, soweit ich gesehen habe. Oh, der wird defused ohne Kids. Und fällt doch Dizzy. Oh, da wird sich Asmo ärgern. Dass er dort keinen Frag gemacht hat in der Küche. Da sieht man, sag mal, schön den Blutfleck. Das war Asmos Blut. Ach, bitter. Er hätte nicht direkt schießen sollen. Er hätte ganz ruhig aimen müssen. Dem CT ruhig kurz im Stillstand, also wenn der CT dann steht und dort dann einfach Gesicht. Ach, bitter, bitter, bitter. Runde war ansonsten eigentlich gar nicht so schlecht. Aber da fängt es halt wieder so an wie vorhin. Nun müssen sie halt wieder als CT dann gut drüber fahren. RDL und Ronax halten da den B clear. Auch hier die ekelhaften Nicknames direkt alles zusammengeschrieben. Mag ich eigentlich überhaupt nicht. Sollen doch mal lieber hier die Steam-Gruppe verwenden. Dazu ist es ja schließlich da. Naja. So, Faculty kauft. Der schließt direkt Mitte aus. Mit dem ersten switcht auf AK, kriegt aber direkt Headshot von SMN. Sehr schön. Mantis auch wieder sehr gut dabei mit den Headshots. Honax mit Gummelwaffe. Boah. RDL war das, der den Flick gemacht hat mit Famas. Faculty auf jeden Fall in der Überzahl. Simon noch mit Gegenflash. Boah, schöne Hits von Dizzy. Und da zieht Asmo rum. Sehr schön. Da geht die erste Runde instant an Faculty. Dizzy sammelt noch ein bisschen Equipment auf, um da ein bisschen Geld zu sparen. Und AL müsste sparen. Tun sie aber nicht, weil es einfach reicht. Vorhin, glaube ich, keine Waffe verloren in der Anti-Eco. Was ist hier jetzt nochmal eine Buy-Round beschert? Nette Flash von Kirby, kann man sich abgucken. Landet hier oben. Boah, die ist echt richtig geil, muss man sagen.
Sehr schön. Kann man sich auf jeden Fall abgucken, wenn man da schnell Action einnimmt. Musste man nur mal den Winkel nochmal angucken, wo er die genau hinwirft. Oh, Simon, sehr gammelige Pose der Mitte abgedeckt. Sehr gut gemacht. Fängt ihr auf jeden Fall wieder sehr, sehr kontrolliert. Können wir mit der Smoke zum Carry gehen. Mates ziehen nach. Litte unter Holz. Sneal mit Gegenflecht. Also viel wird der Litte fast nicht machen können. Sneal hat Gegenflecht. Boah, doch, sehr schöne Gegenflecht von Eil. Boah, doch, das haben sie richtig gut gespielt mit den Flashes. Boah, die HE sitzt gut. Ja, 81. Doch gar nicht so gut. So, weggeflecht. Asmo. Ah, da hat er ein bisschen veraimt. Beziehungsweise verbratzt. Schade. Boah, aber richtig starke Runde von der L. Gar nicht so erwartet. Schönes Teamplay mit den Flashes. Gut agiert. Action weggeflecht. Die T's waren richtig Gold. Little hatte da einfaches Spiel, die Frags zu machen. Und dann ging die Runde ratzifatzi an AL. Schade, dass Faculty nicht direkt zwei Runden in Folge machen kann, und dann die Schweden broke setzt. Boah, was für Lags bei Disruptor. Okay, das geht noch. Eine Waffe verloren. 4-1 die Führung. Faculty, zwar nicht mit so viel Geld, reicht aber auf jeden Fall, um zu kaufen. Smoke, Flash, Flash hier, das, was am meisten gekauft wird. Zwei Decoys sehen wir auch. Also es fällt auch aus, seitdem die Decoy so billig ist, wird sie einfach mal gekauft, wenn man noch ein bisschen Geld über hat. Um $50 oder so. Oh, jetzt direkt der A schneller Go. Holz wird komplett unbeachtet gelassen. Geht aber soweit auf. Boah, RDL, richtig guter Move. Da hat keiner aufgepasst. Boah, jetzt ist sogar ein zweiten. Dann der Refact da. Unterzahl für Fackel, die Bombe nicht gelegt, sieht nicht schon wieder nicht gut aus. Boah, da kommt sogar einer von Action. Ja. Sehr gut gespielt von Pronax. Ist da wahrscheinlich wieder Mitte gepusht. Und darauf muss sich Faculty einstellen. Diesen Mitte-Push. Also, Man hat das ja vorhin gut gemacht. Aber sie müssen die Mitte kontrollieren. Wobei es auch so aussah, da eben die Frags ein bisschen gefehlt haben. Contact B, haben aber auch Eco. Pronax wird auf jeden Fall nicht blind, aber Faculty hat eh keines Flash. Ein kleiner Mini-Fake. Jetzt wird Pronax die Steps. Und dann mal rein, und dann nochmal rein. Krasser Headshot von Pronax. Schön geaimt. 6-1 die Führung. Aber vorhin haben wir schon gesehen, Faculty reichen hier relativ wenige Runden, um das Spiel noch zu gewinnen, zu drehen. Vorhin lagen sie auch hinten, haben dann noch 4 Runden gemacht und das hat am Ende auch gereicht. Und jetzt sehen wir erstmal auch mit AWP. Ist ja heute ziemlich gut drauf, hat vorhin gut gehittet gegen Anexis. Weg der. Jetzt blocken sie auch die Mitte, haben sich gut drauf eingestellt eigentlich. Gute Ansage von Disruptor. Oh nein. Der gibt da Instant Headshot. Mantis immer mit Refrag. Dann asen sie raus. Mantis muss da noch aufpassen. Gute Smoke sollte vielleicht nicht instant durchgehen, damit er nicht gebankt wird. So, jetzt muss er aber was machen. Jetzt muss er eigentlich was machen. Er schimmelt noch ab. Das war richtig knapp wieder. Faculty das erste Mal in der Überzahl. Wissen, wo einer ist. Oh, schön von Mantis. Mit seinem Low HP, mit seinem 6 HP da den Frag noch zu ziehen. Sneal, letzte CDBs. Spielt aber auch einen netten Move da in den Döner.
Aber wenn er reinduckt. Oh, richtig starke Runde von Mantis. Hat er doch alles richtig gemacht, um dort zu warten. Zweite Runde, Fekti auch mal wenigstens mit ein paar Mann überlebt. Trotzdem müssen sie anfangen, Runden in Folge zu holen. Wenn sie jetzt die verlieren, müssen sie direkt wieder Eco machen. Von daher eine sehr, sehr, sehr entscheidende Runde jetzt. Fekti spielt nochmal fast denselben Aufbau. Oh, jetzt Mantis mit oben. Sie pushen wieder. Oh, Mantis. Oh, er kommt in das Eck. So, Asmo muss da jetzt auch enorm aufpassen. Ah, jetzt Asmo natürlich auch gefallen. Das müssen sie fast mit rechnen. Asmo. Oh, auch ein bisschen Pech, dass er so spät da rumzieht. Oh, der kriegt auch die... Oh Gott. Was eine Zerstörung in der Runde. Oh, ich verstehe nicht, warum jetzt Simon... wer war das? Mantis. Warum er allein gelassen wurde, Mitte. Hat auch eben so gut geklappt. Aber er hat auch wieder direkte Mitte-Push gespielt. Hat es super aufgegangen. Mantis hatte da keine Chance, aber wenn er allein ist, kann man ihm auch nicht wirklich was vorwerfen. So, Kirby gegen 4. Er hat immerhin die Bombe. Pronax hat es aber sehr schön gespielt. Hat schon super viel Raum dicht gemacht. Schließt da sehr viel aus und 3 Mann einfach von der Alpha. Pronax wird auch sehr, sehr, sehr bald hinter ihm sein. Und Kirby wird wahrscheinlich sogar die Waffe safe. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich meine, er könnte... Ja, er könnte safe und die Waffe legen. Aber das wird eine richtig low-equipped Runde. Er safe sie auf jeden Fall, er geht jetzt nicht weiter vor. Pronax zum Glück auch nicht hinter ihn, also die Waffe müsste er durchkriegen. Ja, Pronax, da kommt auf jeden Fall keiner mehr ran. Jetzt ist die Frage, was man macht. Also, legen sie die Waffe. Er kann kaufen. Disruptor müsste auch kaufen können. Und ja, zwei Mann dann mit... Ja, ich denke, dass sie das machen werden. Müssen sie eigentlich. Sonst hat es eigentlich keinen Sinn, dass Kirby hier saved. Also, ich hätte so gespielt. Schade. Money-technisch da auf jeden Fall einiges mehr drin. Oh, jetzt verwirft Kirby seine Flash. Ah, da wollte ich es mir gerade nochmal abgucken. Und dann verhaut er sie. Er ist natürlich jetzt auch sehr weit weg. Spielt er allein mit der Waffe vielleicht auch nicht so klug von Fekti. Die Waffe da allein zu lassen. Ist jemand auch immer wieder am B anlegen mit Diegel. Gegen die A rumgezogen. Gute Hits von Kurz. ADL verteilt da Schellen mit P2000. Ich glaube jetzt da... Ah, mit der E gemacht, den dann Kurz. Gegen 3, Bombe muss er noch picken. Schade. Aber warum Kirby da allein hingeht? Ich meine, es war wahrscheinlich die Ansage, aber... Finde ich unnötig, da, wenn man schon eine Waffe hat, die allein zu lassen, sollte man dann doch eher gemeinsam irgendwo hingehen. Die Waffe vorschicken, vielleicht B-Contact oder so. Für eine B ist ja eigentlich überhaupt nicht gut gedeckt. Ich meine, sie spielen relativ oft außerhalb. Fekti hätte da eigentlich leicht, das Spiel raufzukommen. Vor allem, wenn sie dann kurz gehen, können sie relativ gut abflächen. Schneider mit AWP. Gute Smoke. Oh, sehr gut. Oh, er sieht noch ein ganz kleines bisschen. Was wird denn kurz... Ja, sehr schöne Ansage eigentlich. Pronax. Oh, geile Pose von Pronax. Oh, der wird gesehen. Schön. So, und jetzt RDL am B. Oh, gibt den ersten, ist blind. So, wir müssen jetzt Jail töten. Wird von 3 überrannt. Changed schön die Pose. Gut gemacht von RDL. Jetzt muss er doch einfach sterben. Oh, schöner, wichtiger Headshot von Simon. Oh, Dizzy stirbt leider mit... Eigentlich... Bestimmt auch direkt gut geschoben von AL. Waren da schon zu zweit in der Küche. Oh, Simon auch gesteppt. Müssen sie fast gehört haben. Ah, und da macht ihn Sneal. Ach, bitter. Trotz des First Tracks da
Wieder B. Nichts umgeschossen. RDL konnte einfach zu lange überleben. Zu viele Spieler aus dem Spiel nehmen. Ja, so gut Faculty als CT ist, so schlecht in Anführungsstrichen sind sie irgendwie als T. Da klappt irgendwie nicht so viel. Aber ich finde, sie sollten viel mehr Mitte kontrollieren. Ich meine, jetzt hatten sie auch... Der Kurzgo ist ja aufgegangen. Sie sind ja durchgekommen. Das heißt, sie kriegen ja die Kontrolle in der Mitte und daraus müssen sie irgendwas machen. Darauf können sie aufbauen. Wenn sie das schaffen, dann können sie auf jeden Fall... Oh, gibt noch einen netten Todeskampf oben. Oh, Simon. Ist noch eine kleine Respektschelle verteilt. Oh, das bringt fürs Team natürlich nichts, nur fürs Ego. XD, XD. Ich meine, 5 Runden wären hier sogar noch drin. Asmo wieder mit Awe. So, jetzt bitte einfach mal Mitte. B-Haus. Okay, jetzt zweit Mitte. Asmo und Disruptor. Boah, er steht auf der Kiste. Uiuiui. Asmo hat auch keine Weste. So, Simon hat da, glaube ich, ein bisschen Nee, wer war das? Kirby hat da einfach ein bisschen billig gefaked. So, wer contactet sich da schon kurz vor Dizzy? Kriegt nochmal eine gute Smoke nach. Kurz ist auch gar nicht so aggressiv geblockt. Oh, da kommt der Mini-Döner. Sehr schön, den Move hat man bisher noch nicht gesehen. Kriegt leider keinen Frag. Bego vielleicht ein bisschen... Oh, zum Glück kriegen sie den Frag. Weiß nicht, ich glaube, man sollte da... ja, was anderes machen. Dizzy schiebt mit auf Spot, hilft da seinen Mates. Eine gute Entscheidung. Aber am Spot noch einer. Oh, RDL, da müssen sie doch wissen, dass RDL ein B-Spieler ist. Den müssen sie doch suchen. Oh Mann, und wieder ist es nur Kirby. Er schiebt immer so weit. Und ich finde, wenn man schon Mini-Döner hat, in Döner-Raum hat, sollte man vielleicht den Weg nochmal zur A suchen. Zur A-Suche. Geil wäre es dann natürlich auch, wenn... Also man... Das wäre wirklich Weltklasse, wenn der Spieler, vor allem zwei Disruptor selbst, wenn er dann B-Fake ansagt, wenn sie da einfach ein bisschen faken, er schiebt sowieso immer schnell... Dizzy hat dann eine richtig gute Pose im Döner, kann dann viel ansagen, wie geschoben wird und Faculty gibt dann einfach Gas über Keller, geht Connector hoch, einer wird nochmal Action geschickt, am besten Kirby, der war glaube ich da eh am nächsten und dann sieht die Runde sehr geil aus, zumindest optisch und ich würde auch sagen, AL hätte damit Probleme. Schade, dass man sowas nicht spielt, was natürlich auch sehr schwer ist, in so einer Situation anzusagen. Da muss man seinen Haufen schon gut unter Kontrolle haben und halt auch auf die Idee kommen. Ja, und Faculty wird hier auf jeden Fall jetzt schon mal weniger Runden holen als zuvor gegen Anexis. Die Frage ist, ob es diesmal reicht. Ich ahne fast, dass es nicht reichen wird. So, erstmal Simon im 1-on-5. Im 1-on-4 und keine Chance für ihn. 12-2, letzte Runde. Faculty, wie viel Geld? Oh, 3-4 nur. Was man auch noch nicht gemacht hat, über Mitte schnell über Connector hoch. Oder überhaupt noch was über Connector zu spielen. Ich glaube, Mantis hatte da vorhin eine gute Runde und danach gab es nie wieder was über Connector. Jetzt nochmal mit einem Fake-Versuch. Oder? Nee, Bombe geht Keller runter. Ja, es sieht doch jetzt vielleicht gar nicht so schlecht aus. Es wird ein bisschen abgelenkt. Sie haben sogar Raum in der Mitte. Ja, sie haben viel Raum in der Mitte. Und jetzt einfach durchschleichen. Jetzt einfach durchschleichen. Oh, da boosten sie nochmal. Das könnte... Ja, da deckt niemand. Auch gut. Hauptsache, sie gehen jetzt vor. So, erstmal hat den Frag bekommen. Und den zweiten auch. Sehr schön. Siehst du einmal über Connector. Easy peasy. Nein, warum laufen sie da rein? Warum flächen sie nicht vorher? Fahrlässig, fahrlässig. Ja, da wollte Dizzy hinterher, aber da liegt die Smoke eher schlecht für ihn, wenn er da hochschwert.
verliert auch das Aim-Duell, aber auch nur mit so einer Rotzwaffe. Jetzt ist Fackety auf einmal wieder in der Unterzahl. Sie hatten 5 gegen 2 Überzahl. Schöner Headshot von Mantis. 1 gegen 2. Kirby nur mit Kalil. Oh, sie haben gar keinen Smoke. Da kommt die Flash. Kirby macht den ersten. Und den... Oh Gott. Das ist doch nicht möglich. Wie kann man denn 5 gegen 3 abgeben? Oh. Oh, mit der dritten Runde wäre fast gar noch was drin. Ich meine, vorhin haben sie nur eine einzige City-Runde abgegeben an die T's. Ah, oh, ist das bitter. Noch kurz in die Comments geschaut. Oh, hier gibt's einen netten Smoker. Ja, hab ich mir schon gedacht, dass sie da liegt. So, das ist ein... Ah, ich dachte, das wird ein Fake, aber sie gehen das verzögert an. So, Asmo gegen 3. Oh, links, rechts, macht immerhin Schaden an Pronax. Kirby da auf Retake. Ja, wenn es schon nicht gut läuft, kommt auch noch Pech dazu mit der Flash. Oh, das wird eine richtige harte Zerstörung. Eine Zerfistung ersten Grades. Oh, schöne Fake-Flash da, gedacht von Mantis. Oh, diese einfach überfahren werden. Keine Chance in der Pistol. Nur Pronax geholt. Wahnsinn. Eben noch so ein schönes Spiel gegen Anexis abgeliefert. Und jetzt einfach auf den Sack gekriegt von den Schweden. Ich meine, vorhin haben sie eine Eco geholt. Vielleicht schaffen sie es wieder. Sie haben Deagles gekauft, die Faculty Deagles. Ah, die Fläche ist schlecht. Oh! Was? Wie hat er den zweiten direkt gemacht, bitte? Boah, ist eine richtig gute Chance, jetzt die Runde doch zu machen. Simon. Ohohoho. Was ihr Gesicht hagelt. Oh, die Runde sieht gut aus. Bombe ist sogar down. Kirby hat den gesehen. CTBs kann da vielleicht noch kurz rumziehen. Nein, er kriegt Headshots. Sneal. Ist das etwas Sneals neue Lieblingswaffe? Die sie immer noch im Haus oben. Bombe immer noch nicht gepickt. Simon, schönes Prefire, gut auf dich selbst reagiert. Oh, die sie hat die Bombe oben. Sehr gute Ausgangslage für Faculty. Die sie auch mit 100 HP, das sieht richtig gut aus. Oh, Simon spielt auch gut, zeigt sich da nicht. Die Frage ist, ob Schneider da hinguckt. Wieder sehr schnell. Was eine geile Runde von Disruptor. Unglaublich stark. Ich wollte schon die Flash Flame. Aber er ist ja damit vorgezogen. Richtig gut. Rettet die Runde vielleicht jetzt doch nochmal die Chance zu Faculty, wer weiß. Vielleicht gibt ihnen das ja so einen enormen Auftrieb. Ich meine, sie werden sich nie aufgeben beim Spielstand von 14 zu X. Selbst wenn 15 zu 3 werden sie noch ans Draw glauben. Und auch ein Draw kann hier sehr wichtig sein. Ist immerhin ein Punkt, den man dazu verdient. Erstmal da mal kurz rein in die Eco. Geht er tatsächlich noch Mini-Döner. Ah, den echt noch bekommen. Asmo hat ihn aber auch schon low geschossen. 4 zu 14. Ja, L könnte fast sogar nochmal sparen.
Sieht auch danach aus. Ja, Pronax Smoke. Also sie werden auf A gehen. Wahrscheinlich Kerrigan Smoke. Connector Smoke mit Flashes raus. Schauen, wie Mantis und Disruptor das handeln. Simon. Asmo Keller gepusht. Mantis sehr offensiv. Posi ist natürlich riskant. Wird man blind. Und er pusht durch. Oh, Tifa stirbt, Dizzy. Dizzy muss da beide haben. Er muss beide haben. Er pusht direkt hinterher. Sehr gute Entscheidung von ihm. Und er überlebt. Ganz wichtig auch, egal wie viel AP er da hat. Fuck me. Boah, guter Retake. Schöne Granaten. Boah, Dizzy bleibt richtig lange weg. Sehr schön gespielt. Er kommt sogar, glaube ich, übers Haus. Ja. Richtig gut gemacht. Ne, er ist gestorben, sorry. Ja, vorhin die Eco genascht und jetzt von der Eco genascht worden. So kann sich das Blatt wenden. Okay, es ist ein Deal. Tier ist ein Eco. Entwickelt ihr das jetzt noch, holt fressig in Besen und stellt es auf YouTube. Das will ich sehen. Auf geht's, Fnatic. Faculty, meine ich. Keine Ahnung, warum ich immer Fnatic sage, weil ich weiß, mit F anfängt. Boah, schöne Fake-Flash. Sehr gut. Gefällt mir, was Dizzy da macht oben im Haus. Vernascht sie so nach allen Regeln der Kunst. So, trotzdem mit Schwachstelle eigentlich Connector. Döner gar nicht gedeckt. Simon muss da beides übernehmen. Da ist schon einer drin. Oh, der wird die Steps gehört haben. Lol. Simon, ESP. Oh, das wird gefährlich. Das wird gefährlich. Und da läuft ihm rein mit Messer sogar. Oh, wie bitter, wie bitter, wie bitter. So, A jetzt natürlich komplett eingekesselt. Mantis aber mit einer... Nein, da kommt die Flash. Oh, was ein Todessprüh. Und Dizzy noch von hinten. Und damit werden sie vielleicht nicht rechnen. Oh, der holt die Bombe und Dizzy... Nein! Er verliert das entscheidende Duell. Wenn er dort die Bombe... Oh Gott. Krasser Headshot von Pronax. Wenn er dort Pronax tötet, dann hat er die Bombe, kann vielleicht nochmal aufs Dach und kann das super ausspielen. Schade, Mann. Ein bisschen Pech. Aber vielleicht auch... Ja, war einfach ein richtig guter Headshot von Pronax. Schade, Mann. Ich hätte es ihm so gegönnt. Matchpoint somit schon für AL. Bitter, bitter, bitter. Faculty muss natürlich kaufen, was geht. Immerhin sehe ich hier noch M4s. Also für ein bisschen was hat es auf jeden Fall gereicht. So, das wird wohl wieder diesen B-Split geben. So, aber Kirby. Oh, kommt ins Eck. Asmo wird da weggeflasht kurz. Oh, wie blind er ist. Wie blind er ist. Sieht jetzt wieder was. Hält rein. Einen macht er. Kirby rumgezogen. Nein, der setzt er. Da muss er nochmal neu ansetzen. In Get Right bin ich mir sicher, hat er da nochmal neu eingesetzt und Gesicht gegeben. Da darf er nicht bratzend weiter rum. So, und die Smokes sind so stark dort. Eigentlich könnte man direkt umdrehen und über Döner schieben und über kurz kommen. Aber Smoke weg. Mantis macht noch einen und sie warten gerade auf Disruptor. Er kommt über Haus. Nein. Nein, was machen sie denn? Oh, da sind sie schon zu früh, zu weit vorgegangen. Und AL gewinnt das Match. Und wie? Und wie? 16-5. Und ich, ja, meine ganzen Favoriten-Tipps hier, die gehen auch echt in die Hose in letzter Zeit. Sehr, sehr komisches Match. Sehr stark, aber auch von AL. Aim-technisch richtig gut. Faculty ein bisschen enttäuschend als T, als CT eigentlich gewohnt stark, dass eben, ja, war halt einfach mal kurz die Lücke da im Connector. Also Faculty hat hier Probleme mit der Mitte als CT. Als T nehmen sie für meinen Geschmack seltener ein und viel zu selten. Ja, und das Spiel auf jeden Fall verdient verloren. AL war einfach eine Ecke besser und haben auch richtig gut gedrückt. Schade, hätte nicht so ein sein. Trotzdem Faculty mit einem Sieg in die Liga gestartet, noch eine Niederlage dazu, 1-0-1, ist okay, damit kann man leben. Es kommen auf jeden Fall noch richtig